Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich die Ergebnisse meiner Forschung an diesem Feld, das bereits während des Studiums an der Ludwig-Maximilian-Universität angefangen haben, zu präsentieren. Damals entstand es anhand der Analyse der Bildmaterialien, des Bildmaterials aus Krisengebieten. Und im Nachhinein passt es eigentlich sehr gut, gerade in diesem Panel, zur Visualisierung, weil da richten wir jetzt bei diesem Vortrag unseren Blick von der Form der Visualisierung, von den verschiedensten Art und Weisen, wie die Bilder, ob jetzt in Datenbanken oder in breiteren Strukturen vorgestellt und visualisiert werden können, zu der Semantik, zu den, was wir als Betrachter in der Schnittstelle des Monitors zur Sicht bekommen und welche Folgen es haben kann, weil auch in den vorigen Vorträgen haben wir gesehen, dass wir in einer Fläche gab es da die Mutter Gottes, die byzantinische Theotokos, mit Kalda oder mit anderen Bildern. Und diese Interaktion, diese Konnexbildung versuche ich anhand der bildsemiotischen Methode zu analysieren. Mittlerweile sind uns solche Bildmosaiken, die assoziativ Verschiedenstes zusammentragen und Inhalte anhand formeller Parallelen vermischen, gut vertraut. Auch die Wissenschaft reagiert prompt und legt sogar prophetisch Szenarien vor, die ein unkontrolliertes bzw. manipuliertes Mediennetzwerk verursachen kann. Diesbezüglich werden sowohl terminologisch als auch methodologisch neue Ansätze formuliert, die der Dynamik der Online-Welt standhalten, deren innere und äußere Mechanismen erläutern und auf die Problematik der jeweiligen Funktionen und Risiken des Missbrauchspotenzials verweisen. Bilder wie diese, die in Bezug zu einem berühmten Werk, einem Prototyp, einen Mythos erzeugen, um dessen Wert, Bekanntheitsgrad, Popularität, ästhetische Wirkung und so weiter zu steigern, sind uns auch schon vor der digitalen Wende begegnet und wurden spätestens seit der Etablierung der technischen Reproduzierbarkeit zum unvermeidbaren Marketingtool. Da muss ich an den Vortrag von Herrn Professor Kohle von gestern anschließen, der gesagt hat, kein Vortrag ohne ihn, ohne Benjamin. Und das war heute schon mehrmals auch erwähnt. Eine rapide Kapazitätserweiterung, unvergleichbare Kommunikationseffizienz und Reichweite neuer elektronischen Medien in der digitalen Ära bringt aber eine sichtbare Veränderung der Instrumentalisierung und Kontextualisierung der Inhalte mit sich. Wenn wir über Bilder sprechen, übertrifft das Angebot und der Stellenwert des Bildes sogar bei Weitem die Erwartungen des paradigmatischen Wandels zum Bild, wie wir es seit dem Pictorial bzw. Iconic Turn erwarten konnten. Zur Beschreibung, geschweige denn zur Erfassung des Phänomens der Bilderflut, der produktiven und postproduktiven Strategien des Bildmaterials im Netz, werden transdisziplinäre Vorgehensweisen benötigt, und zwar sowohl für die Zwecke der allgemeinen Beschreibung, der Kommunikation durch Bilder, als auch gezielt im Bereich der Kunstgeschichte und der Umgangsweise mit der Online-Stellung der Kunstwerke in den Galerien und Museen und den digitalen Bildarchiven. Bezüglich dessen, ich versuchte so simpel wie möglich die Beispiele darzustellen, deswegen werden hier auch im Weiteren keine sehr komplizierte und komplexe Bildpräsentationen gezeigt, sondern einfache Screenshots, die einfachste Art und Weise, wie man mit den Bildern konfrontiert wird, weil der einfachste User einfach die einfachsten Tool benutzt. Und das sind Bildsuchmaschinen des Googles zum Beispiel, wo man jetzt nicht anhand verschiedensten Achsen, Zeitachsen oder Räumlichkeiten die Bilder strukturiert. Im Endeffekt ist es wiederum eine Tapete, eine Mosaik von Bildern, mit der ich konfrontiert bin und die ich analysieren muss. Enormes Potenzial des synchronen und
ortunabhängigen Zugangs zu den gespeicherten Daten, indem wir zum Beispiel nach einer Reproduktion von Klimts Kuss suchen und uns diese binnen Sekunden am Bildschirm unseres Smartphones abrufen können, wird leider durch unselektiertes Bildangebot nach dem Suchergebnis kompromittiert. Zwar kommen wir oft zu dem gewünschten Bild, bei der Nutzung von großen Internetsuchmaschinen, wird aber zusätzlich, je nach Popularität des Bildes, eine entsprechende Menge an assoziativen Inhalten mitgeliefert. Um diese und andere Sonderaspekte des Bildagierens im Netz zu beschreiben und auf das Funktionieren der Bildsuchmaschine aus interpretatorischer Sicht des jeweiligen Bildes hinzuweisen, wird hier nach den Mitteln der Bildsemiotik gegriffen. Diese ermöglicht den Weg, zum Beispiel vom Klimtskuss bis zum Bettbezug, wie wir hier sehen, theoretisch veranschaulichen und damit auf die Manipulationsrisiken hinzuweisen. 1867, jetzt eine ganz kurze und knappe Einführung in die Semiotik, veröffentlicht Charles Sanders Peirce in seinem Werk On a New List of Categories seine Vorstellung einer Zeichentheorie, die nicht nur auf die Sprache sich beschränkte, sondern die Fähigkeit des Menschen in abstrakten Systemen zu denken mit einbezogen hatte und einen Komplex aus qualitativen und quantitativen Kriterien im Informationstransfer berücksichtigte. Auf sein triadisches Modell der Semiose, also des Zeichenwerdens, reagierten mit ähnlichen Konzepten auch der Mathematiker und Philosoph Gottlob Frege und die Sprachwissenschaftler Charles K. Ogden und Ivor Armstrong Richards, aber später. Das hier vorliegende elementare Schema der Semiotik basiert anders als das dichotomische Modell von Ferdinand de Saussure auf einer Relation zwischen dem Zeichen, Repräsentament, und seinem Objekt, immer in der Intention des Interpretanten. Dieses dritte Glied da oben, der Triade, stellt den Unterschied dar, warum kein Zeichen über eine absolut universelle und a priori gültige Referenzeigenschaft verfügt. In der Disposition des Interpretanten liegt überhaupt die Kompetenz des Kodierens des Inhalts in ein extern fremdes Element und umgekehrt die Entschlüsselung der Bedeutung aus dem Code. Peirce teilte den einzelnen Stufen der Semiose je drei entsprechende Modalitäten zu, in denen sowohl die Typologie des Zeichens, Orientierungsgrundlage des Interpretanten, als auch das Erscheinungsbild des Objekts berücksichtigt werden. Gerade die objektbezogene Zeichentrichotomie, die als Icon, Index und Symbol, rot gezeichnet, bezeichnet wurde, stellt die Grundlage der allgemeinen Bildsemiotik dar, weil sie die Signifizierungsprozesse zwischen dem Zeichen und dessen Objekt sehr prägnant erklärt. Peirce bezeichnet Icon als das Zeichen, dessen Referenz an das Objekt durch Ähnlichkeiten in konkreten Parametern bestimmt ist. Es sind Zeichen, deren Relation zu ihren Objekten in einer bloßen Gemeinsamkeit in irgendeiner Qualität besteht. Da aber Ähnlichkeit an sich ein problematischer Begriff ist, vor dem auch Eco in seiner Abhandlung über Ikonizität wiederholt in seinen Schriften warnt, kann man bei den einzelnen Zeichen eher über Analogie sprechen, die sowohl über eine Summe qualitativer und quantitativer Übereinstimmungen als auch Differenzen verfügt. So ist auch ein Foto sowie eine Zeichnung der Form des Tieres sich ähnlich, und wenn wir diese in eine Reihe legen, entsteht eine iterative Kette an Zeichen, die sich immer an das vorige Zeichen beziehen. Diese Eigenschaft ist, wie wir später sehen werden, von elementarer Bedeutung. Neben psychologischen und mythologischen Aspekten spielt sogar bei Abi Warburg und seinem Aufsatz über das Schlangenritual der Hopi-Indianer die Analogiebildung zwischen dem Körper einer Schlange und der Form des Blitzes eine wichtige Rolle, obwohl für uns aus der semiotischen Sicht hier eher ein Konnex auf der kausalen Ebene besteht,
was aber wiederum für das nächste Modell der Zeichentriade bestimmt ist. Ja, und das ist das zweite Zeichenmodell, Index. Indizes sind Zeichen, deren Relation zu ihren Objekten in einer faktischen Korrespondenz besteht. Als Beispiel wird hier eine kausale Verbindung zwischen Rauch als physikalischer Folge eines Brandes oft benutzt. Pierce weist der Fotografie selbst, wie wir sie hier auch sehen, einen Status des doppelten Zeichens vor, das sowohl als das perfekte Analogon funktioniert, wie es Roland Barthes bezeichnen würde, aber durch die Fotosensitivität auch als indexuelles Zeichen gilt, bei den Fotos. Symbole sind Zeichen, deren Relation zu ihren Objekten in einer zugeschriebenen Eigenschaft begründet ist, die er später Gesetze, Bedeutungskonventionen, Gewohnheiten oder natürliche Dispositionen ihres Interpretanten oder ihres Interpretantenfeldes nannte. Die Symbole könnte man in der Diktion der saussurischen Semiologie als arbiträr bezeichnen, zu deren Gültigkeit und Verständlichkeit Kenntnis über die Norm des jeweiligen Verwendungsprinzips notwendig ist. Modi verschiedener Zeichen sind nicht nur als Resonanzen, zum Beispiel ikonischer Einheiten im Bild zu erkennen, wie im Bruegels Bild Kreuztragung Christi, sondern führen zu neuer Begrifflichkeit in der Kunstgeschichte, wie zum Beispiel im Falle der Porträtlandschaft, wie sie Max Imdal in den niederländischen Landschaften interpretierte. Die Theorie der Ikonik bei Imdal unter Berücksichtigung des Konzepts von Konrad Fiedler und seines wiedererkennenden Sehens stellt eine Methode dar zur kulturbedingten Kodierung von ikonografischen Attributen, die in ihrem Wandel nur konventionsbedingt lesbar werden. Wie im Falle der Analogien zwischen einer Windmühle und dem Kreuz aus der Ikonografie der Kreuztragung. Folgende Beispiele zeigen erstens die indexuelle Natur der Fotografie. Sehr deutlich werden die fotosensitiven Eigenschaften der Materialien gerade hier bei der eher zufällig entstandenen Heliografie von Nikephor Niepces zu sehen. Und zweitens ein Sonderfall, der vom Semiotiker Max Benze beschrieben wurde. Er hat die Pfeiler als Richtungssysteme zu den indexuellen Zeichen zugeordnet, mit der Begründung, dass ein Pfeil mit dem Akt des Richtungzeigens kausal verbunden ist. Richtung des Lesens der Bilder in solcher Struktur ist ebenfalls zu beachten, da wir uns mit der Virtualität in multidimensionale Räume begehen, in denen spektrale Wahrnehmung das lineare Lesen ersetzt. In der Online-Sphäre sind wir stets mit einem Prozess der Semiose konfrontiert. Jeder Akt des Suchens im Internet ist eine spezifische Art von Semiose, die ikonische Züge aufweist, indem sie unser Suchbefehl, wie zum Beispiel Kopf, aus den Datenbanken mittels konkreter Algorithmen aufspürt, isoliert und aussortiert. Die passende Datei übereinstimmend mit dem Suchbefehl in dem jeweiligen Code wird schließlich auf die Schnittstelle des elektronischen Mediums, also auf den Monitor, projiziert. Jeder User, vertraut mit den Funktionen der Internetsuchmaschinen, kennt die Option des einfachen Suchens von Bildern entweder anhand von eingegebenen wörtlichen Befehlen oder seit einiger Zeit aus einer Bildvorlage. Bezüglich der größten Internetfirmen wie Google muss man auch sagen, dass sie im Feld der Technologien Vorreiter sind und die Innovationen als maßgeblich für die Branche gelten. Daher wird auch bei Thema der virtuellen Semiose diese Plattform als Referenz akzeptiert. Als äußerst praktisch erweist sich die rasche und kaum bemerkbare Bearbeitung des Suchbefehls und die Menge an Ergebnissen. Den Suchprozess als auch die jeweiligen Präferenzen, die an den ersten Positionen erscheinen,
sind dabei interaktiv und individualisiert. In der Praxis bedeutet das, dass wenn wir unmittelbar nach der Suche nach einem Bild des Kopfes einen neuen Befehl eingeben, wie zum Beispiel Messerschmidt, wird höchstwahrscheinlich bei einer wiederholten Suche nach dem Wort Kopf aus derselben IP-Adresse bereits in den ersten Positionen ein Messerschmidt auftauchen. Dies gilt aber auch für relevante Stichwörter wie Geste, Grimasse oder expressive Mimik. Dabei handelt es sich um Algorithmen, die auf einem Prinzip der expliziten Korrespondenz arbeiten, was bedeutet, dass wir nur die Antworten an unsere Suchbefehle bekommen, die in der Struktur des Codes dieselbe Sequenz beinhalten. Transformiert zum Beispiel in den binaren Code, wo Kopf in die Form von Nullen und Einsern umgeschrieben wird, kommt der exakte Zeichenlaut in den Ergebnissen zum Vorschein. Selbstverständlich wird die Historie unseres Online-Verhaltens verwertet und personalisiert und als Präferenzkriterium in die Suchalgorithmen impliziert. Die Bildschirmoberfläche gleicht daher einer Mosaik von individualisierten Inhalten, die aber, und das ist das Wichtigste, nicht nur beschränkt unseren konkreten Bedürfnissen entspricht, sondern assoziativ zu unserem Input immer Alternativen und auch in Anführungszeichen Fehltreffer, die klar marketingstrategisch instrumentalisiert werden, anbietet. Semiotisch betrachtet haben wir bei dem Suchprozess mit einer Semiose zu tun, die autonom, eigenwillig von Zeichenproduzenten dynamisch und kontinuierlich sich weiterentwickelt. Aus der klassischen Pearsonschen Zeichentheorie entsprechen diese Aspekte dem Phänomen der unbegrenzten Semiose als auch der Superzeichenbildung. Praktisch gesehen wird nach dem Initiierungszeichen, wie hier am Beispiel vom Wort Rot, eine Kettenreaktion gestartet, bei der erstens adjunktiv sich alle Ergebnisse analog an das Eingangswort richten und zweitens an der Bildschirmoberfläche ein gemeinsames Zeichen, sogenanntes Superzeichen, bilden. Dieses Superzeichen ist multimodal, zusammengestellt aus allen Zeichentypen, bestehend also aus ikonischen, indexuellen und symbolischen Zeichen. Wird immer interaktiv ein neues, übergeordnetes Zeichen gebildet, das in dessen Summe immer erweiterte Denotate, also Objektreferenzen, ermöglicht. Diese ständige sich weiterentwickeln, ist im Grunde eine beispielhafte Form von unbegrenzter Semiose. Das, welche Rolle der Interpretant in diesem Zyklus vertritt und wie wir interpretationsmäßig mit solchen komplexen Zeichenorganismen umgehen und umgehen können, zeigt das Konzept der virtuellen Semiose. Begriff der virtuellen Semiose verwendet zum ersten Mal Max Benze in seinem Buch Semiotische Prozesse und Systeme in Wissenschaftstheorie und Design, Ästhetik und Mathematik 1975. Das Entscheidende für die Neuverwertung dieses Begriffs, das bis jetzt wenige Resonanzen erhielte, ist das progressive Modell einer dynamischen Zeichenbildung mit der operativen Anpassungsfähigkeit außerhalb des Interpretanten. Dies ist keine Verleugnung der Trichotomie, sondern eine unverzichtbare Ergänzung, weil sich die Superzeichen in der Bildschirmoberfläche autonom anhand von mathematischen Algorithmen kontinuierlich neu formieren und erst beim Dekodieren des temporären Zeichens der Interpretant mit seiner subjektiven, konventionsbedingten Disposition seine Rolle einnimmt. Dieser sogenannte zeichenexterne Interpretant ist entscheidend für die Effektivität und Weiterverwendung der Theorie der virtuellen Semiose. Es besteht Analogie zum Felix Thürlemanns Konzept des Hyperimage, aber nur in der temporär beschränkten Präsentation und deren fixierten Form. Bei Hyperimage, das an die Theorien der Hypertextualität und Hypermedialität anknüpft und 1965 von Theodor Holm-Nelson verwendet wird, handelt es sich um visuelle Makrostrukturen, die im System der sogenannten Pendants
solitäre Bilder vernetzen, um daraus übergeordnete und inhaltlich korrespondierende Ensembles zu konstruieren. Thürlemann verwendet diesbezüglich historische Beispiele solcher Gebilde wie Konstantinbogen in Rom oder Tafel von Nikolaus aus Verdun in Klosterneuburg. Als erste Beispiele solcher Strukturen, die nicht gezielt auf einmal mit einem narrativen Zweck gefertigt worden, sondern didaktisch aus anderen Einzelbildern bestehen, kann man zum Beispiel die Bilderwände von Marie Kosvay und berühmte Tafeln des Mnemosyne-Atlas von Abi Warburg erwähnen. Diese Strukturen sind aber fixer Bestandteil einer Grafik oder einer Fotografie im digitalen Bereich, könnten die nur dann so kategorisiert werden, wenn sie als Screenshots festgehalten wären. Das bedeutet, wenn ihre interaktive Transformationsfähigkeit eingedämmt wäre. Der Bedingung der Autonomie solcher Strukturen und diachron kontinuierlichen Selbstentwicklung, gesteuert von Algorithmen im neuronalen Datennetz, entsprechen daher mehr die Konzepte von Metadaten, wie sie von Lev Manovich beschrieben werden. Virtuelle Semiose erfasst aber außerdem Resultat des Suchaktes, der durchaus als Metadatei bezeichnet werden kann, auch den Vorgang und manipulative Ebene, die sich in diesen Superzeichen abspielt. Wichtig ist es, sich damit auseinanderzusetzen, wie solche Mosaiken mit absolut marginalen, nebensächlichen, geschmacklosen und desinterpretativen Elementen sich an der Wahrnehmung des gewünschten Zeichens beteiligen und wie wir mit diesen kritisch umgehen können. Zweitens ist es wichtig zu beobachten und auswerten, wie unsere Kultur der Überproduktion und Inflation von Bildmaterialien auf solche Situationen reagiert. Wie eine virtuelle Semiose, die mitgesteuert von vielen Zeichenproduzenten, aber anonym und distanziert mit zeichenexternen Interpretanten geführt ist, die Lesbarkeit entscheidend verschieben, ja sogar von Grund auf ändern kann, demonstriere ich am Beispiel von Bildern, die eine Revolution starteten und zum ersten Mal im Ausmaß einer Bildmanipulation sich unkontrolliert flutartig im Netz verbreiteten. Es handelt sich um Bilder aus Krisengebiet, konkret aus Irak, in der Zeit des amerikanischen Krieges. Vor dem Jahr 2004 war das Wort Abu Ghraib, wenn überhaupt, nur mit einer Stadt in Irak verbunden. So wäre ein Modell der Semiose darzustellen, indem wir uns geografische bzw. kulturelle oder natürliche Denotate als Signifikanten des Zeichens vorstellen könnten. Ab Frühling 2004, binnen kürzester Zeit, überflutete eine Lawine an kompromittierendem Bildmaterial die mediale Welt und wurde zum Phänomen der Effektivität von Informationsverbreitung im Internet. Zitiert von Albert Koschorke: Abu Ghraib ist ein Name für das Versagen dieser Ökonomie der Ehre. Die Bilder, die sich im globalisierten kollektiven Gedächtnis mit dem Vorort von Bagdad verbinden, desavouieren die Idee vom ehrbaren Krieg. Abu Ghraib heißt, dass die Okkupation des Irak nicht nach dem Ablaufplan des Zweiten Weltkriegs vor sich ging, kurz, dass der Irak nicht Deutschland ist, wo sich US-Truppen tatsächlich als ritterliche Befreier, Demokratiebringer und künftige Freunde wahrnehmen konnten. Aus allen Fotos, die in diesem Gefängnis entstanden sind, konfisziert wurden an die 400 Fotografien, wurden als Warnzeichen dieser Tortur vor allem zwei Aufnahmen weitergeleitet, die im Nachhinein ihr eigenes Leben mit allen auch negativen Folgen entwickelt haben. Zitat von Charles Stein: Im öffentlichen Raum sind Bilder immer zum Zweck der Macht gehandhabt worden. Um eine Handlung zu erzwingen oder herbeizuführen in politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht. Aber die Bilder von Abu Ghraib scheinen außer Kontrolle geraten zu sein. Zugleich Schnappschuss, Spionage, Erpressung, Pornografie, zugleich Vorführung und Hervorbringung der Sache selbst. Dieses außer Kontrolle geraten bedeutet in der von Internet regierten digitalen Ära auch relativieren und verharmlosen einen
jeden äußerst problematischen Inhalt. Eine neue Art von Sensitivität entwickelt sich mit der virtuellen Semiose und führt im Endeffekt dazu, das Bild eines gequälten Menschen formell entleert wird, um daraus eine Leuchte zu basteln, dort rechts. Ein Superzeichen dieser Qualität stellt die Bilder ohne kontextuelle Spezifizierung nebeneinander und durcheinander, so dass es unklar bleibt, mit welchem Zweck diese Rezeption realisiert wurde. Neue Konventionen des Lesens werden geschaffen, so dass es von nun an bei der Dekodierung des Zeichens Abu Ghraib neue Objekte in den Vordergrund treten. Im unbegrenzten Gang des Zeichenwerdens kommt es dann automatisch zum Assoziieren anhand von selektierten Ergebnissen. Das heißt, nachdem wir bereits die Bildermenge zu Sicht bekommen und uns nach dem Assoziationen bilden, werden die Verknüpfungen nicht nur von den wörtlichen Symbolen und Codes, sondern auch von den jeweiligen Bildern selbstverständlich gesteuert und instrumentalisiert. Im postkolonialen Diskurs ist die Dominanz dieser Bilder auch folgend erklärbar, weil, Zitat von David Levi Strauss, die Ikonografie des Bildes vermummter auf der Kiste von besonderer wuchernder Vieldeutigkeit ist. Es war für uns lesbar, weil wir seine Symbolik unmittelbar und unbewusst erkannten. Was wir also im World Wide Web als neugierige User serviert bekommen, ist ein Kulturkonflikt, demonstriert mit Hilfe automatischer Algorithmen, die dabei nur, in Anführungszeichen, nach gegenseitiger Übereinstimmung im Code suchen. Wie hier sehen wir die jeweiligen, also das ist das ursprüngliche Bild, da ist dann schon die künstlerische Bearbeitung von Clinton Fine. Diese anonyme Lucifer Company, die eine Leuchte draus gemacht hat. Dieses automatisch Erkennen, ich muss da sagen, diese Bilder sind zufällig aus der Bildsuchmaschine nach den Abu Ghraib-Ergebnissen rausgesucht, rausselektiert, bis wir dann selbstverständlich zu der Ikonografie des Imago Pietatis kommen. Dieser Zusammenprall der Kulturen wird noch expliziter dargestellt und generiert nach einer Reihe in iterativer Zeichenentwicklung. Gelingt man sogar zu solchen auf ersten Blick absolut widersprüchlichen Ergebnissen wie hier. Und zwar, wir folgen immer die Struktur nach der Ähnlichkeit mit Clinton Fine und bis zu der Lucifer Company, bis wir dann eine Wiederbearbeitung mit Barbie-Puppe haben. Und von dort an ist es selbstverständlich durch die ikonische Kette zu solchen Ergebnissen zu kommen, die vollkommen, also jetzt irrelevant von dem ersten Bild wären. Ja, da sehen wir jetzt die Verbindung in der Ähnlichkeit von Puppen. Was aber, das ist das Bild von Grant Wood, American Gothics. Was aber total überraschend ist, die Bestätigung solches Vorgangs der virtuellen Semiose durch ein Bild, das die ganze bisherige Kette an assoziativen Ikonen legitimiert, indem es genau dieselbe Vorgehensweise in sich subsumiert. Das heißt, man findet tatsächlich solche Bearbeitungen dann. Abgesehen von der virtuellen Semiose in den großen Internetsuchmaschinen sind digitale Bildarchive der wissenschaftlichen Anstalten und Galerien in den Suchalgorithmen viel limitierter und beschränkten sich an relevante Datenbanken. Ein Suchbefehl wie Klimt-Kuss wird aus einer durchschaubaren Menge an digitalen Reproduktionen der Kunstwerke aber nach demselben Prinzip der Übereinstimmung in Code selektiert und präsentiert. Eine
andere Aufgabe hat Digitalisierung der, also abgesehen von der virtuellen Semiose in den großen Internetsuchmaschinen sind digitale Bildarchive der wissenschaftlichen Anstalten also limitiert. Die Codes der Bilder mit beschreibenden und zutreffenden Begriffen zu erweitern, zeigt sich auch als Tool für die Komparation mit anderen Bildern hilfreich. Erweiterung der Thesauri in diesen Datenbanken ist daher ein wichtiger Punkt zur kompetenten Bildsuche. Eine andere Aufgabe hat Digitalisierung der Sammlung und deren Online-Stellung, da sich diese die Aufgabe stellt, die Werke aus eigenem Bestand zu präsentieren, und logisch befindet sich hier in Belvedere nur ein Kuss vom Klimt. Die virtuelle Semiose begleitet uns bei jedem Blick auf den Monitor, nicht nur bei der Bildersuche, sondern auch bei jeder aufgerufenen Internetseite. Sind wir mit Superzeichen konfrontiert, die unseren assoziativen Fokus manipulieren. Die Mechanismen und die Vor- und Nachteile solcher unbegrenzter Semiose zu kennen, aber vorher überhaupt in der Lage zu sein, zu erkennen, wird zu immer akuter Aufgabe, nicht nur für die Bildwissenschaft und Digital Humanities. Vielen Dank.